Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Muses Geschichte Nummer 3 gemacht. Glaube ich. Ich glaube schon, ja. Und ja, wir machen heute in der Story weiter. Ich habe zwar nur einige Elite-Monster, die ich plätten muss, aber lassen wir die erstmal. Wir haben alle Charaktermissionen erstmal erledigt und jetzt möchte ich erstmal in der Story weitermachen. Und ja, ich habe wieder offscreen ein paar Erledigungen gemacht und zwar diese ganzen Viecher hier erledigt. Ich habe jetzt keine Mission mehr übrig und ich habe jetzt die aufgespart, weil ich irgendwie besondere Sachen dafür bekomme. Deswegen gebe ich die jetzt erst ab. Oh, okay. Ich merke gerade, ich habe was vergessen auszustellen, aber egal. Jockklappen. So, das Viech und das Viech haben wir noch, aber das lassen wir jetzt erstmal. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld und buschige Augenbrauen, jawohl. Elementarreif, jawohl. Und Silberwürfel, ich habe keine Ahnung, wofür man die braucht, aber wird schon irgendwo seine Verwendung haben. Egal, Elementarreif. Wer kriegt denn das? Mila oder so, ne? Weil Elementar und so. Ich habe schon viel bessere Sachen. Ja. Mein Gott, ging alles. Du kriegst den Heiligenreif, okay. Ich habe schon viel bessere Sachen hier. Mann. Und wenn man so viele Charaktere hat, na komm, ja, ja, okay, ja, lass mal erstmal so ein bisschen an den Beziehungen habe ich auch rumgekurbelt, aber so viel hat sich dann nicht geändert. Warten wir bis zur nächsten Charaktermission, ja, und dann tun wir wieder ein bisschen Geld. Habe ich eine neue Mission bekommen? Was zum jetzt kriege ich direkt neue Mission? Okay, ich habe die wiederholen sich echt. Da kriege ich ja noch die Goldmarke vielleicht, wenn ich Glück habe. Goldsiegel meine ich, okay. Verdammt. Oh geil. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, mir fehlt nur eine. Also scheinen die sich immer zu generieren. Gut, dann können wir wieder ein bisschen reinballern. Voll extrem, wir brauchen gar nicht mehr so viel. So, dann gehen wir wieder zum Dingens. Da müssen wir so oder so hin. Wegen Story und so. So, zack. Aglaia, die Tampende. Dieses Kampfwerkzeug wurde von dem Meisterschmied Kalis hergestellt. Je länger du im Kampf verbunden ist, desto stärker wird es was. Okay, cool. Ach, das ist so ein Hammer, habe ich gesehen. Ruf mich zurück, Wiederauferstehung. Ja, mehr nicht. Was? Ach ja, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe für jeden Charakter ab Level 70 Dingens bekommen. Wo sind? Wahrscheinlich schon verpasst, ne? Okay, guck mal, jemand anders loot gerade irgendwie so viele. Ja, einzelne Arts. Wenn Spezial aktiv ist, mystische Art gleich X beim Arcanat gedrückt halten. Also genauso wie im ersten Teil kann man dann X gedrückt halten und dann kommt der Mystic Art. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich nehme an, das ist so. Okay. Und ja, dann habe ich noch für Jude und Mila habe ich, wo ist es hier, Xillia Spezial freigeschaltet. Wenn bei Jude und Mila Spezial aktiv ist, verbundene mystische Art gleich bei einem verbundenen Art R2 gedrückt halten. Dann können die wahrscheinlich ihre Tiger Blade Sigma einsetzen, so wie im ersten Teil. Nehme ich jetzt mal an. Ich habe keine Ahnung, wann ich das bekommen habe, aber wir haben es bekommen und ja, wollte ich noch mal erwähnen. So, dann machen wir weiter in der Story. Wir haben, glaube ich, alles, was wir erledigen können, erledigt. Auf Screen, außer die Elite-Monster, aber die laufen uns ja nicht weg. Eine ist schon so lange da. Ja, speichern wir nicht. Na, jetzt meine Aufnahme wieder Schrott. So, Julius wollte mit uns reden und wir sollen irgendwie so einen Brief lesen und so, ne? Da liegt er doch. Die Hauptgeschichte fortsetzen. Und die heißt Luger, my brother. Bakur now holds the key of Kresnik, and with El in the palm of his hands, we unfortunately only have one option left. A powerful member of our family must give his life to unfold the bridge to Canaan and pave the way for another. That, I'm afraid, is the final trial that we face in front of us. Ach, das hat er mit Rideau gemacht, genau. The soul bridge. Der Bakur. I'm waiting at Riza Harbor in Marksburg.
Come find me when you've steeled yourself. When you know what you must do. Schon was vom Klopfen gehört. Hey. If you don't mind, can you tell us the contents of his letter? Kapitel 15, Brüder auf ewig. Bros for life. Okay. Maybe El had already figured out that a human sacrifice was the only ticket into the land of Canaan. There's a secret to entering Canaan, and I possess it. The life of a Kresnik. Correct? Aber er ist doch auch in Canaan. Und er hat doch Rideau benutzt, oder? She must have concluded that you'd be the one sacrificed to build the bridge. Before we proceed further, there is something I must know. Do you believe you are capable of sacrificing your own brother in order to reach the land of Canaan? Caius! Bleibt keine Wahl, natürlich nicht. Aha, natürlich will ich ihn nicht töten, aber... Ja, realistisch. Scheiße. Very well. Then let us go too. Surprise! Guess who's not here to bug you about your silly payments? We need to celebrate your newfound freedom from crushing debt. Uh-oh. You guys look even more depressed than usual. Nova. Die hat echt das beschissenste Timing aller Zeiten. Oh, I see. Well, I guess we can put this party on hold, but not for too long. I mean, isn't Julius back too? I bought tomatoes for him and everything. Luger? What? What did I say this time? Aww. Damn it. Tut mir leid. Nein, mir tut's leid. Ist nicht deine Schuld, dass du dauernd so ein beschissenes Timing hast. Ehrlich. Hier zum Riese Maxia Hafen von Marksburg. Julius, mach keinen Blödsinn. Warum müssen immer solche moralischen Sachen vorkommen im Rollenspiel? Was soll das? Warum macht das die immer so gut? Okay. Na gut. Warte mal, der Hammer. Hier, Silberschlägel, Dingens. Der Trampelnde. Hä? Da tut. Hä? Nein? Ich will nicht das Ding schon ausrüsten, hallo? Mich auch voll überpowert. Oder es hat nur die maximale Stärke, die das Ding erreichen könnte. Ist auch voll krass. Nee, lass mal das mal. Ah! Angst. Schrecken. Ja, so, ja, ein Riesenmax, ja, stimmt. Ach man. Ich will Julius nicht töten, aber ich will auch nicht, dass er mich tötet. Mach mal Heilung. Warum ist die ganze Zeit so eine traurige Musik? So habe ich das nicht schon früher angenommen.
Er will doch nicht im Dings kämpfen, ja. Und da steht er schon. Ah. Just need to hold out a little longer. Luca, you came. Verwandelt er sich etwa jetzt auch so in What's that? What you see there is a soul bridge. Beasley just entered the land of Canaan. Don't tell me he used Al. No, she's his weapon against Kronos. I'm guessing that Rideau unfortunately got the honor. Damn. Er kann doch nicht tot sein, oder? Beasley never saw Rideau and I as anything more than tools for creating the bridge. That's just the sort of man he is. Warum zum Geier braucht man die, um nach Canaan zu kommen? Gibt es keine andere Möglichkeit, Julius? Ja, keine Ahnung. So, erst was mir in den Sinn kommt. Another way to test the nature of humans, I suppose. Sorry. But surely humans and spirits can learn about each other without having to resort to this. You're preaching to the choir, Maxwell. But it seems like Origen thinks otherwise. Don't feel too badly for me. His transformation has progressed that far? I'm a dead man no matter what. At least this way, my death will mean something to someone. Use my life. Let me be your path to the land of Canaan. Oh Mann. Es muss ja noch eine Möglichkeit geben, die wir übersehen haben. Yeah, totally. Come on, we've made it through worse. We'll find a way. I'm afraid there's no time. Ah. Ich möchte nicht noch jemanden umbringen. Ich habe schon Victor, ich habe schon Mila auf dem Gewissen. Nein, nein. Let me go. It's for the best. If you don't kill me now, they'll just have to sacrifice you to get there. Hey, listen to your big brother, Luger. It's what he wants. It's not that simple. I know that. But what else can we possibly do? Nein, 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 ich will nicht noch jemanden töten, wenn ich eine andere Wahl habe. Have you forgotten all the dimensions you destroyed to get here? Genau deswegen ja. Nein. Luger. Will that be your final decision here? Yeah. Then you'd better go home, Luger. You just don't have the stomach for this. Though I have to admit, that's what I love about. I'm sorry. But it looks like I will have to trouble you after all. Understood. Allow me. Gaius. Ja? Halt bitte, hör auf. Was so? It has to be this way. For the sake of this world, we must reach the land of Canaan.
Dann werde ich Hiro selbst beschützen. Warum steht denn jetzt überall der gleiche? Luca. Sag mir nicht, ich muss gegen die anderen jetzt kämpfen. Das will ich irgendwie auch nicht. Was habe ich jetzt getan? Nein, nein. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Nein, bist du eigentlich irre? Ach Mann, was zum Teufel habe ich da jetzt gerade losgetreten? Ich soll jetzt alle auf einmal jetzt ist schon so weit gekommen. Ach du Scheiße. Was habe ich getan? Nein, nein. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Oh, verdammter Dreck. Da willst du mal eine Person beschützen und da passiert so ein Dreck. Hoffentlich geht die Story jetzt nicht so weiter. Hilfe. Hilfe, ich bin sowas von tot. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe keine Chance. Gibt's doch nicht, Mann. Gib mir doch mal eine Pause hier. Hilfe. Ja, jetzt bin ich tot. Oh Mann, gib mir doch mal eine Pause. Hilfe! Ma! Besiegt. Ach Mann! Ja, jetzt wenn ich schon mal dabei bin, dann gehe ich auch richtig in die Sache ran. Alter! Du willst mal eine Person beschützen und dann passiert so ein Dreck. Okay, du wehrst irgendwie alles ab. Hilfe! Hilfe! Meine Güte. Das kann überhaupt nicht gut ausgehen. Hilfe! Ja, Hilfe! Ich bin verwirrt und all sowas, ist geil. Ey! Ich habe nicht mal eine Chance gegen die. Was ist denn das? Was ja, langsam klingt dieser Dingen hier, dieses Ding hier gar nicht mehr so falsch. Calm down. You have to listen to us. You have to stop. Do you know what you're doing? It's too late. Nein. He's not holding back. Please calm yourself. You must listen to reason. It can't be like this. Warte mal, komm mal her. Na? Ah, I'm our own.
haben wir alle irgendwie. Na Jude. Also viel ziehe ich eigentlich auch jetzt nicht mehr ab, oder? Warum sind die gegen alles immun hier? Aha. Hilfe. Autsch. 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 Was sind die alles hier immun? Er ist schon fast tot. Und es freut mich auszudrücken. Nein, Mann, ist gut. Ey, was ist denn das? Ich habe nicht mal eine Chance gegen die. Ich weiß, das ist natürlich jetzt nicht das, was man machen sollte. Bin ich mir durchaus im Klaren, aber trotzdem. Ja. Weiß nicht. Immer das hier. Ich bin AP. Calm down. You have to listen to us. You have to stop. Do you know what you're doing? It's too late. He's not holding back. Please calm yourself. You must listen to reason. It can't be like this. Ich weiß, er ist ein bisschen geschummelt, aber so das Gefühl, man sollte halt irgendwie später machen. Hilfe. Und schon einer muss doch mal kaputt gewesen in dem Kampf. Nichts gegen dich, Jude. Entschuldigung. Okay, einer ist kaputt. Sollte ich mich darüber freuen? Wahrscheinlich kommen jetzt irgendwie andere noch. Nee. Oh, leck mich am. Okay. Don't go making the same mistakes I did. Ja, ich glaube, den Kampf muss ich ein andermal vielleicht mal machen. Weil ich gar keine Chance gegen die habe. Na gut. Ich nehme auch an, das ist jetzt nicht so Canon. Deswegen, ja. den Kampf, weiß ich nicht, machen wir vielleicht irgendein andermal? Weiß ich nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich dann mal eine andere Auswahloption mache. Jedenfalls, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.